Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir aus einem alten Action-Klemmbrett ein ganz tolles Board her, das unsere Journals hält. Ihr könnt das aber alternativ auch als Journal-Cover gestalten. Das ist gar kein Problem. Es soll lediglich als Inspiration für ein paar schöne Collagen dienen. Und ich zeige euch, wie ihr künstliche Mohnblumen herstellen könnt. Die Blüten. Ja, das Projekt hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und falls euch interessiert, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt jetzt einfach dran. Vielleicht kennt ihr noch diese Multiplex-Platten, die es bei Action zu kaufen gab, so als Sets immer mit Sachen, die man da draufkleben kann und mit diesen Klemmteilen. Und die konnte man dann hier so anbringen. Da war auch ein Magnet bei, ne, dass man dann so ein Brett hatte, an dem man etwas anheften konnte. Ja, ich würde jetzt gerne diese Platte hier benutzen, um da etwas Schönes drauf zu kollagieren, vielleicht auch ein bisschen Mixed Media zu arbeiten, aber in erster Linie wieder eine Collage zu erstellen, um die später vielfältig einsetzen zu können. So, ich habe schon mal angefangen. Ich habe hier Heavy White Gesso von Finnebear. Ihr könnt wirklich auch ein Gesso von Action oder irgendwas nehmen. Ich muss jetzt nur mal meine alten Medien verbrauchen, die ich noch so habe. Und ich streiche das einfach nur mit diesem Schwamm hier ein. Das war mal so ein ganzer Pinsel, aber der ist mittlerweile abgebrochen. Das macht aber nichts. Das lässt sich trotzdem gut damit auftragen. Ihr könnt auch eine Rolle nehmen oder einen Pinsel. Das, was ihr am liebsten mögt. Ich möchte einfach nur eine ebene Oberfläche haben, die an den Rändern, ihr seht hier wirklich auch außen und auf der normalen Oberfläche vorne und hinten dann halt einen gleichmäßigen Farbton ergibt. Mehr nicht. Das mache ich jetzt hier beim Füßchen und auch bei dem Brett oben. Nicht zu dick, damit ich das auch noch gut einstecken kann hier später. Und ja, dann lasse ich das trocknen und dann sehen wir uns wieder. Mehr ist so. Ich habe das Ganze angepinselt. Das ist jetzt auch relativ gut getrocknet. So super genau habe ich das jetzt nicht gemacht. Das wird so gut wie alles überklebt. Dementsprechend musste ich da jetzt nicht so super ordentlich vorgehen. Wichtig ist, dass das jetzt hier im Nachhinein noch passt. Sollte das nicht der Fall sein, gehe ich nochmal mit dem Schleifpapier dazwischen. Ihr seht, das quillt immer ein bisschen auf, wenn man das angemalt hat. Und wie gesagt, Schleifpapier oder Nagelfeile einfach einmal dazwischen. Das machen wir aber ganz zum Schluss. Was ich vorhabe, ist jetzt Backdrops hier zu benutzen. Ich habe hier aus diesem Set von Tim Holz. Das sind die Backdrops, lasst mich nicht lügen, Volume 5. Mir zwei verschiedene ausgesucht und habe wieder eins auseinandergenommen. Also das hier fand ich jetzt wegen dem Rotton sehr passend, den ich mir so ausgeguckt habe für das Ganze. Und ich habe mir halt diesen Backdrop, der so aneinander ist, halt wieder auseinandergenommen. Ich mache das ja eh immer so, dass ich das Papier künstlich altern lasse. Und wenn ich mir das so auseinandernehme, ne, die lassen sich dann hier so auseinanderpiddeln und auseinanderziehen. Wenn man das ein bisschen geübt hat, gehen die auch nicht zu sehr kaputt. Und dadurch, dass ich die eh immer ein bisschen abgrunge, habe ich dann beide Seiten. Finde ich immer ganz gut. Ich weiß, klingt ein bisschen geizig, aber ich finde, die haben ja schon einen ordentlichen Preis, die Backdrops. Und so kann ich halt beide Seiten verwenden. Und ich brauche ja hier keine Stabilität, ne? Das Ding hier ist dick genug. Und dann kann ich hier halt etwas komplett aufkleben und habe dann halt keine Schwierigkeiten. Also ich fände, glaube ich, ganz gut, wenn das hier in die Mitte kommt. Ich möchte aber rechts und links noch einiges drüber kollagieren. Das heißt, ich kann mir das sogar noch kleiner schneiden. Ich nehme mir dazu jetzt meine Schneidemaschine gleich dazu. Der Rest kann erstmal zur Seite. Ich muss schauen, ob ich davon noch was später verwende. Ihr seht, ich habe mir noch einige andere Tim Holz-Teilchen hier rausgesucht. Ja, es ist wieder Tim Holz. Ich weiß, einige mögen das nicht. Wenn ihr das nicht mögt, gar kein Thema. Guckt, was ihr zu Hause da habt, benutzt das zum Kollagieren. Ihr werdet eh ja nicht die identischen Sachen immer da haben, die ich hier benutze. Ja, also diese kleine Paper Doll, diese Baseboard Paper Doll ist besonders dick. Also das sind gut 4 mm, denke ich mal, wenn ich jetzt so schätzen muss. Und das ist besonders gut geeignet, wenn man natürlich so eine feste Collage machen möchte, ne, die nicht kaputt gehen soll oder wie auch immer. Die normalen Paper Dolls funktionieren natürlich auch, wenn die gut aufgeklebt sind, aber so macht das durchaus Sinn, sowas zu verwenden. Dann habe ich hier noch aus dem Ephemera Pack Palette
was rausgesucht. Dann habe ich noch die aus den Collage Strips hier rausgesucht. Und ja, dieses Schildchen. Das sind welche aus dem Schildchen-Set Flashcards. Die sind aus dem letzten Jahr, soweit ich weiß. Und da habe ich mir Brave ausgesucht, weil die Kleine sieht irgendwie richtig, ja, tough und ja, auch mutig aus. Und ja, die können wir halt super hier irgendwie draufsetzen, dachte ich mir. Jetzt glänzen die beiden Teilchen mir ein bisschen zu sehr. Das heißt, ich schnappe mir jetzt mein Collage-Medium als allererstes, bevor ich noch was anderes mache und tupfe die ein, damit die nicht glänzen. Okay, Collage-Medium ist drauf. So, ich markiere mir jetzt hier, wo ich schneiden muss. Ich würde nämlich gerne das Wort Queen hier stehen lassen. Das sieht süß aus, hier neben der kleinen Prinzessin, also die kleine Königin vielleicht, und neben dem Wort Brave. Und ich finde, das passt sehr schön zusammen. Ich werde jetzt schauen, wo ich hier am besten schneiden kann. Ich denke mal hier an dem Stern, wenn ich das so runter verfolge. Das sieht gut aus, ohne dass man dann noch was von dem S sieht. Das heißt, ich lege das mir direkt hier drauf. Schneid mir diesen Streifen runter, dann kann ich den nämlich noch später für was anderes verwenden. Und ja, ich glaube, das geht ganz gut so. Machen wir das mal so. Dann lege ich mir das an. Schaue wirklich, dass das hier oben auch bündig ist gleich. Das kann man am besten erfühlen, finde ich immer. So, und dann brauche ich hier einen Schnitt, ja, hier knapp drüber, über dem Weißen, was ich einstecke. Sonst ist mir das einfach wie soll ich sagen, das wird zu dick, wenn das Papier da drauf ist. Und da muss ich zu viel wegnehmen. So, dafür nehme ich mir jetzt einen Bleistift, markiere mir das hier, dass ich hier schneiden muss und trenne mir den unteren Teil noch ab. So. Ich arbeite sehr gerne mit Markierungen und nicht mit Messen in so einem Fall, weil das einfach mehr Sinn macht. So, das sieht doch schon ganz gut aus. So, und ich werde jetzt nichts vorher noch weiter abschneiden, sondern das erst aufkleben. Dafür benutze ich jetzt einfach auch mein Collage-Medium, trage das mit einem Pinselchen auf und dann haben wir da direkt alles schön plan drauf und das können wir vielleicht noch verwenden oder in einem anderen Projekt spätestens da können wir das noch benutzen. Ich nehme mir wieder einen Pinsel. Ist noch sehr voll, muss ich sagen. Trag das am besten direkt hier auf. So, ich muss mal gucken, bis wohin das ging, ungefähr bis hier. Dass das schön flächig hier drauf kommt. Das ist ja im Endeffekt wie so ein Serviettenkleber. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Diese Gelmedien sind natürlich ein bisschen anders als gewohnt, wenn man die aufträgt. Das ist halt wie ein ja, gelartiger Kleber, den man einfach sehr gut verstreichen kann. Das geht natürlich mit anderen Gelmedien auch. Ne? Ich werde öfter gefragt, warum benutzt du denn das Collage-Medium? Ja, ganz einfach, weil ich damit gut zurechtkomme. Und weil das halt regelmäßig da ist, da zu bekommen ist, wo ich auch Sachen bestelle. So, und ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht doch einen ganz kleinen Rand lassen. Noch habe ich die Möglichkeit. Ja, wir lassen, glaube ich, einen ganz kleinen Rand. So ein Millimeterchen hier. Ich glaube, das sieht einfach besser aus. Wenn ich schnell bin, kann ich jetzt nämlich schnell anzeichnen und auch noch das abschneiden dann dementsprechend. Das machen wir jetzt auch ganz schnell. So, jetzt gehe ich mal ganz schnell hier lang. Das ist nämlich auch das Gute am Collage-Medium. Das dauert ein paar Sekunden, bis das angezogen hat. Und dann kann ich das noch so ein bisschen regulieren. Ich schneide mir das jetzt ein bisschen neben dem Strich hier ab. So. Dann habe ich da den Rand nämlich. Und dann kann ich nochmal nachkleben, ne? Gerade da, wo ich jetzt noch nicht aufgedrückt habe. Ich glaube, ich hoffe, man erkennt das gut in der Kamera. So, und geinkt wird das natürlich auch noch, ne? Also das kann man also vorher machen. Das ist vielleicht ein bisschen praktischer, aber wie gesagt, das ist jetzt so beim Tun. Ich will ja diesen weißen Rand auch nicht weiß lassen und dann kann ich eh da drüber nochmal inken sozusagen. So. Nochmal schnell hier drunter, dass auch wirklich alles gut klebt. So.
So, ich habe mir nämlich schon zwei Distress Oxides hier, mit denen ich arbeiten möchte, zurechtgelegt. Einmal Vintage Photo und einmal natürlich Lumberjack Plate, weil das einfach von den Farben her am besten harmoniert mit den ganzen Rottönen, die ich mir rausgesucht habe. Und ne, mit den Beige-Tönen bzw. Brauntönen, die hier auch drin sind. So, und jetzt gucken wir mal weiter, wie wir das weiter aufbauen. So, ich finde tatsächlich, dass diese andere Seite vom Backdrop hier super neben aussehen würde. Und ich glaube, wir kleben die auch einfach mal als Basis auf. Es sind zwar zwei recht unterschiedliche Rottöne, aber irgendwie gefällt mir das sehr gut, dass dieses knallige Rot im Hintergrund ist. Hier gucke ich auch nochmal Pi mal Daumen. Ich denke hier so. Genau. So, ich lege mir das so an, dass ich wieder so eine ganz kleine weiße Kante hoffentlich habe. So, und dann schneide ich mir das mal. So sieht das dann aus. Und dann markiere ich mir das Ganze wieder von der anderen Seite und lasse da wieder einen kleinen Rahmen stehen. Ich gucke nochmal, ob das auch richtig angelegt ist. Jo. Und halte das auch wirklich gut fest, damit da nichts verrutscht. Gehe hier nochmal lang. Und jetzt kann ich es viel bequemer natürlich schneiden, wenn das noch nicht halb angeklebt ist. So. Ich schneide so ganz knapp hier drunter dann. So, Wunderbärchen. Und wie gesagt, Distressen werde ich das dann im Anschluss. Ja, passt auch perfekt. Mache jetzt wieder, klebe das jetzt mir einfach nur mit Collage-Medium an und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt nehme ich nochmal mein Vintage-Foto und werde jetzt den Rand nochmal inken und werde da nochmal lang gehen, sodass das Weiß das auch aufnimmt. Wie gesagt, besonders gut hält es natürlich als Distress Oxide nicht. Aber solange man da nicht mit Wasser dran geht, sollte da eigentlich nicht viel passieren. Und die Rückseite darf bei mir gerne weiß sein. Ne? So, ich gehe jetzt einmal hier komplett überall rum. Ne? Einfach nur rundherum. Mehr mache ich einfach nicht. So, jetzt werden wir die Teile hier natürlich auch noch ein bisschen bearbeiten. Wenn ich jetzt hier mit der Ink drüber gehe und das trocknen lasse, ja, das hält so einigermaßen. Es sieht aber viel besser aus, wenn ich das noch so ein bisschen, ja, abgrunge. Und ich will dafür jetzt nicht komplett über die Kanten drüber gehen und die kaputt machen, sondern möchte das ein bisschen anschleifen. Ich habe jetzt hier ein bisschen Schleifpapier drauf. Das gibt es auch von Ranger. Ich habe jetzt mir so ein günstiges genommen, was mein Mann in der Werkstatt hatte. Das ist auch genauso mit so einem Vlies unterlegt. Und das habe ich mir zurechtgeschnitten, dass es hier drauf passt. Und ich gehe jetzt hier über die Kanten drüber und schleife mir die einfach nur an. Das heißt, die nehmen gleich auch wirklich das Vintage-Foto viel, viel besser auf, als wenn ich das nicht tun würde mit dem Anschleifen. Ihr seht das gleich. Da kommt so ein richtig kleiner Rahmen drum. Ich möchte das nicht, was weiß ich, wie kaputt machen oder ähnliches. Darum geht es mir jetzt nicht. Mir geht es darum, dass die Farbe einfach besser hält und auch unterschiedlich stark angenommen wird beim Inken. Und das hat so einen ganz besonderen Effekt. Und ich finde, das ergibt so ein bisschen mehr Tiefe bei dem Stück. Ja, da können wir auch noch gucken, dass wir gleich vielleicht etwas dahinter machen, dass das so ein bisschen mehr, ja, höher steht noch. Aber obwohl, das kann besser hier so im Hintergrund bleiben, weil sie ja schon so weit nach vorne steht. Bei ihr mache ich übrigens genau das Gleiche. Ich gehe jetzt wirklich einmal über die Kanten drüber. Also hier oben hat sie so ganz dunkle Stellen auch. So, ja. Das sieht doch schon mal schön aus auf dem Hintergrund, aber wir leeren natürlich jetzt noch eine Runde. Ich überlege mir jetzt gerade, um das Brave rundherum zu nähen. Ich habe das extra hier im Hintergrund nicht gemacht, um den Hintergrund nicht zu stark zu betonen. Ich möchte ja noch jede Menge da drauf machen. Und da sind so viele schöne Teilchen. Schaut, dieses ABC zum Beispiel. Da, ach, das finde ich schon richtig schön. Dann wird sie aber, ne, also sie wird nicht so stark hervorgehoben dadurch, aber ich lasse das jetzt erstmal da liegen. Ich puzzle mir jetzt so ein bisschen was zurecht. Ich finde nämlich zum Beispiel, dass die Zahl hier total toll aussieht. Hier unterm Fuß zum Beispiel, dass das so eine Achse ergibt. So, ich experimentiere die ganze Zeit hier rum und stelle fest, wenn wir gleich den Boden hier befestigen wollen für den Ständer, dann sollte man auch dieses Papier hier verwenden. Das heißt, ich schneide mir das jetzt einfach mal so auch ein bisschen zurecht.
und lege mir dafür einfach die Form hier drauf. Also möchte ich die Form jetzt einfach übertragen, indem ich die hier drauf lege, einmal außenrum lang gehe und dann wieder sehr knapp hinter dem Strich abschneide. Ich habe gerade festgestellt, dass ich, glaube ich, mit dem Schleifpapier da an den Seiten noch mal gut drüber gehen kann. Ich zeige euch das gleich hier an dem Beispiel. Ich zeichne mir das in der Mitte jetzt einfach auch schon mal auf und schneide das gleich aus. Hier, ihr seht, wenn ich hier mit dem Schleifpapier drüber gegangen bin an den Seiten und dann noch mal geinkt habe, dann sieht das viel schöner aus. Ich, ne? Vielleicht hier einmal, das sieht so ein bisschen natürlicher abgeranzt aus. Ne? So und so. Dann hat das einen viel gleichmäßigeren Auftrag hier und das ist ja nicht so doof geschnitten. Also es hat mir ja eh nicht gefallen. Das war eh eine Notlösung, weil ich das eigentlich anders haben wollte. So sieht es einfach aus, als sei es abgerieben. Und das ist ja genau Sinn der Sache, warum man mit dieser Sanding Disc oder in meinem Fall mit einem Schleifpapier einfach arbeiten kann. Ne? Dass es halt einfach besser aussieht. So, das gefällt mir ziemlich gut. Das werde ich, glaube ich, dann hier überall auch machen. Ich schneide mir das jetzt einfach mal kurz aus. Und dann gucken wir mal weiter. Ne? Wie gesagt, das hier ist mein aufgetrenntes Papier. Also nicht wundern, dass das weiß ist von hinten. Da habe ich einfach Papier gespart. Ne? So. Und das mache ich mal eben und dann hole ich. So. Und hier zeige ich euch das mal kurz. Gehe ich natürlich einfach nur in diese Rille rein und schneide mir die dann großräumig aus. Einmal so ein kleiner Schnitt. Und dann hier wirklich der Linie entlang. Da muss ja eh ein bisschen mehr weg, dass das gut aussieht. Von daher, also ganz easy. Und nicht irgendwie mit großem Aufwand. Ich nehme da kein Cuttermesser oder irgendetwas anderes, sondern schneide hier einfach nur lang. Und dann klebe ich mir das Ganze, wenn ich fertig bin, mit Collage-Medium einfach wieder nur auf. Und mehr ist das nicht erstmal. Und dann geht es jetzt gleich wirklich ans Ausdekorieren. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Da fehlt irgendwie noch das Highlight. So, natürlich, wenn das jetzt hier ein bisschen angetrocknet ist, gehe ich hier mit der Sanding Disc bzw. mit dem Schmirgelpapier, was ich benutze, einfach hier nochmal drüber über die Kanten, damit das wieder schön angeraut wird und das Papier so richtig schön angerissen, angeschliffen aussieht, halt gebraucht. Und darum geht es mir ja in erster Linie. Und dann werde ich wieder mit dem Distressing Tool mit Vintage Photo darüber geben. So, das soll reichen erstmal. Wir können da später ja nochmal drüber gehen, wenn uns das nicht ausreicht. So. Jetzt probieren wir mal aus, ob es noch passt. Das ist nämlich immer das Schwierigste. Ja, es passt gerade eben so. Wenn nicht, schleife ich mit dem Schleifpapier hier noch was von ab, beziehungsweise entferne Farbe. Meistens ist das der Grund. Wir haben ja ordentlich Gesso da drauf gepackt und ja, bevor ich es mir abbreche, aber es funktioniert. Ne? Also es lässt sich einschieben und dieser Rahmen oder dieser Rand hier unten, wenn er so ein kleiner bleiben sollte, aber es geht sogar. Ne? Dann macht das nichts aus. So, Hauptsache alles hält, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ich finde das recht schön, so jetzt schon. Und man kann natürlich auch die Rückseite noch bearbeiten. Ne? Da gucke ich aber, ob ich das möchte. Und wenn ich das später vorhabe, dann ist das toll. Aber auf der anderen Seite möchten wir auch ein Journal hier nebenstellen. Ne? Das soll gehalten werden davon. Und das wird so ein bisschen ja, Aufmerksamkeit wegziehen. Und das fände ich gar nicht so gut. Also mal schauen. Ich denke, es bleibt eher so bei der einen Seite. So, damit ich da besser drauf arbeiten kann, nehme ich das Ganze auseinander. Und das kann jetzt warten hier. Und ich überlege mir jetzt erstmal weiter, was ich mache. Mir fehlt noch das richtige Highlight. Ne, die Kleine ist sehr süß, aber da fehlt. Da wir schon wieder in dem ganzen Blumenthema sind, habe ich jetzt mit dem Standset mit den Zinnlets 661802 von Sizzix und Tim Holz. Das ist ein älteres Set. Ich weiß nicht, ob ihr das noch bekommt, aber wenn nicht, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Stanzt euch irgendeinen Schmetterling aus und stanzt euch, ja, aus irgendeinem roten Karton, das ist kein besonderer Karton, den ich genommen habe. Wir färben den gleich noch ein. Und aus einem Vellum, also beziehungsweise Transparentpapier, habe ich mir den Hintergrund ausgestanzt. Das hat nicht jede Stanze, ne? So einen Innen- und einen Außenteil oder einen
ja, Layer, der oben drauf ist, und einen unteren Teil. Dementsprechend kann man dann aber auch, wenn man das aufgeklebt hat, einfach ums Transparentpapier rumschneiden. Also das sollte jeder hinbekommen, egal mit welcher Stanze, die ihr habt. Einen filigranen Schmetterling braucht ihr im Endeffekt. So, und die verwende ich ja recht gerne immer, um den Mädchen oder Jungs Flügelchen zu verpassen. Und ich finde das Rot, das passt zwar schon sehr gut dazu, aber nicht perfekt. Deswegen nehme ich mir meinen Lumberjack Plate jetzt. So, ich gehe jetzt mit Lumberjack Plate hier drüber und ink mir das so ein bisschen. Und dann werdet ihr gleich sehen, wenn ich das da drüber lege, dass das schon wesentlich besser wieder aussieht. Oder passender aussieht, seht ihr. Das geht dann eher in diese dunkle Farbrichtung. Und wenn ich gleich mit Vintage Photo darüber gehen werde, dann wird es noch ein bisschen abgeranzter aussehen und dann passt das noch besser. So, und den Hintergrund möchte ich auch mit Vintage Photo bearbeiten. Wenn ich hier übers Vellum drüber gehe, dann sieht das einfach ein bisschen älter aus und dieses klare Weiß sticht mir zu sehr hervor und zieht den Fokus von der Figur dann auf die Flügel. Und das sollte nicht sein. Sie hat ja schon so ein helles Kleidchen. So, das sieht schon mal ganz gar nicht schlecht aus. Und dann nehmen wir hier nochmal Vintage-Foto zum Inken für den Rand. Dann gehe ich hier so drüber. Und dann sehen die auch nicht aus, als wären sie gerade erst dahin gekommen. So, einmal rundherum und ein bisschen über die Öffnungen drüber. Und dann kleben wir das Ganze auf. Ich gucke mal, ob es ausreicht. Ja, ihr seht schon, wenn ich das immer wieder hier drauf lege, das passt immer besser zum Hintergrund, ne? So, dann nehmen wir das jetzt und kleben das hier auf. Man hätte auch generell die Rückseite nehmen können zum Inken. Das soll uns jetzt aber nicht stören. Man darf halt nur nicht mehr so viel rumschmieren. Dann, ne, ihr wisst, Distress Oxide reagiert direkt mit Feuchtigkeit und im Kleber ist ja auch Wasser enthalten. Dementsprechend müsst ihr da einfach ein bisschen vorsichtig sein oder halt direkt die Rückseite nur inken. Ich finde das mal ganz interessant, wenn da auch so ein paar Flecken bei entstehen und dann sieht das alles ein bisschen natürlicher aus, ist meine Meinung dazu. So, ich trage das hier nur so ganz punktuell auf, damit nicht zu viel rausdrückt. Und dann haben wir unsere Flügelchen gleich auch schon fertig. So, ich gucke einfach, dass nichts übersteht an den Seiten. Und wie gesagt, wenn ihr keine Hintergrundstanze habt sozusagen, dann könnt ihr das auch einfach ausschneiden, wenn ihr eure Form fertig aufgeklebt habt. So, ich schnapp mir hier nochmal ein Tuch. Damit mache ich auch gerne immer die Mediamatte direkt sauber, damit ich dann nicht hier immer mehr Dreck ansammle. So, da mir gerade die Ideen fehlen, das mache ich mal ganz gerne zwischendurch, wenn ich auf keinen grünen Zweig komme, gehe ich hin und sortiere die Sachen, die ich mir vorher rausgesucht habe, die vielleicht passen könnten, nochmal zurecht und nehme jetzt alles raus, was ich finde, was nicht mehr da gut zupasst. Das hier zum Beispiel, die Rosen, der Farbton gefällt mir hierzu nicht mehr. Wären die ein wenig roter, also mehr rot, dann oder würden in diesen Weinrotton, in diesen Lumberjack mit Vintage-Foto gemischten Ton mit weitergehen, dann würden sie mir besser gefallen, aber so klappt das nicht. Und das Muster gefällt mir hier zum Beispiel nicht. Das hier ist mir zu viel Hintergrund. Wir haben ja schon viel und da ist ja noch ganz viel vorhanden hier, was wir nehmen können später. Deswegen packe ich mir die ersten Teilchen jetzt hier mal beiseite, damit ich die auch gar nicht angucken muss. Und guck mal hier bei den Strips, verfahre da mal genauso. Hier ist diese Rosenstruktur mit drauf, finde ich gar nicht verkehrt, bleibt noch in der Auswahl. Hier ist eine Mohnblume drauf und hier haben wir die Mohnblume nochmal. Vielleicht können wir ja mit Mohnblumen weiterarbeiten. Das heißt, die behalte ich mir auch. Das hier ist mir zu, ja, zu mit den Spielkarten und mit der Landkarte. Das passt nicht gut. Ich finde, das kann ich auch aussortieren. Der Strip wird sicher woanders super aussehen. Und hier habe ich auch wieder dieses Muster, was mir nicht unbedingt gefällt. Und außerdem möchte ich sehr wahrscheinlich dieses Ephemera-Teilchen verwenden. Und dementsprechend, ja, passt das nicht, wenn das zweimal hier drauf wäre, finde ich. So, das heißt, ich werde diese zwei Teile vielleicht einsetzen oder Teile davon und lege mir die hier weiter beiseite. Jetzt habe ich schon so eine gewisse Spur für mich. Also Mohnblumen liebe ich.
habe ich auch Eco-Dyeing-Papier mitgemacht letztens. Das Problem ist, die behalten auch, wenn ja, weder beim Eco-Dyeing noch beim Pressen ihre Farbe. Vielleicht können wir ja da irgendwas machen oder vielleicht können wir ja eine Mohnblume herstellen. Ich überlege mir da. Als allererstes habe ich mich doch noch mal entschlossen, die Flügel ein bisschen mehr zu betonen und ich habe mir noch zwei weitere Schmetterlinge fertig gemacht. Ob ich die benutzen werde, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich zeige euch nur kurz noch mal, wie das mit dem Falzbein geht. Man kann die so ein bisschen anrunden, dann bekommen die ein bisschen mehr Dimension, wenn man das hier so übers Falzbein drüber zieht. Das finde ich immer recht hübsch. Ihr seht, im Hintergrund habe ich das schon gemacht. Und ich habe hier noch ein bisschen Rot in den Hintergrund gepackt, weil die Flügel mir doch zu unauffällig waren. Gut, also ich persönlich habe jetzt für mich festgestellt, dass wenn ich hier ein Kindergesicht im Vordergrund habe, hier auf dem Collage-Strip nicht noch ein Kindergesicht haben möchte. Deshalb schneide ich jetzt erst als allererstes hier unten das Foto ab. Das kann ich super noch in anderen Projekten verwenden. Und überleg mir auch, da später zu vernähen rundherum, damit das ein bisschen interessanter aussieht. Ich habe hier schon mal eine Mohnblume, die ich laminiert habe, rausgesucht und ich überlege tatsächlich, die auszuschneiden, um die in den Hintergrund zu setzen. Das könnte ganz interessant aussehen. Ich versuche das einfach mal. Ich werde jetzt hier das Laminierte so ausschneiden, dass sich das nicht auflöst, aber dass ich die im Hintergrund verwenden kann. Ist vielleicht ein bisschen schade. Ich wollte daraus eigentlich ein Journal-Cover machen. Aber warum denn eigentlich nicht? Ich habe wieder Mohnblumen gepresst dieses Jahr und ich denke, dass ich daraus auch ein schönes Cover machen kann. Und da muss ich jetzt nicht hingehen und das schonen. Aber vielleicht ist das ein bisschen viel, wenn da schon so viel los ist. Ich schaue mal, ob ich noch eine andere habe und schneide die aus schon mal und dann sehen wir uns wieder. So, ich war mal kurz Blumen pflücken. Ja, also diese Mohnblumen wachsen bei uns an den Feldesrändern, hoch an den Feldrändern. Und keine Sorge, ich darf mir die da mitnehmen. Die Sache ist die, die werden eh alle weggemäht, sobald da geerntet wird und auch vorher schon werden die regelmäßig weggemäht. Also das ist nichts, was ich irgendwie jetzt nehme und was dann fehlt. Und ja, ihr seht, dieser Rotton entspricht eher dem Ton, der hier drauf ist und hier. Und also der Ton hinterher entspricht quasi eher Lumberjack Plate, wenn es getrocknet ist. Ne? Wenn man das so vergleicht, das ist schon ein ganz anderer Rotton. Aber beide sind sehr schön. Und ich habe mir jetzt überlegt, erstens, die presse ich mir. Und zweitens, ihr seht, diese Kapseln, die kann man auch sehr gut trocknen. Und ich werde, glaube ich, mit der Blüte zusammen versuchen, irgendetwas hier hinzubekommen. Weil alleine diese Mohnblume hier im Hintergrund, das reicht mir nicht aus. Ich möchte noch irgendwas konstruieren, was echt aussieht. Ach übrigens, falls es euch interessiert, wie ich meine Blumen presse, und ich habe jetzt den ganzen Rest hier von den Blumen reingepackt in meine Presse, und wie man die dann matt laminiert. Ich habe da vor mehreren Jahren Video zugemacht. Ich verlinke euch das einfach mal in der Infobox, weil mich erreichen sehr viele Fragen im Moment zu diesen gepressten Blumen. Und da schaut doch bitte einfach mal rein, falls euch das interessiert, wie ich Blumen presse. So. Ich möchte jetzt natürlich irgendetwas machen, was trocknen kann später. Leider habe ich ja keine vorgetrockneten Mohnblumen. Die Blume selber werde ich nicht erhalten können. Die Blätter werde ich mir jetzt auch pressen. Ich habe mir aber gedacht, was wir trocknen können, sind diese Stängel. Und vielleicht bekommen wir ja hier auch noch einen Basteldraht integriert. Also nicht hier in diese festen Teile, also wo sich schon die Kapseln oben bilden, sondern hier in diese, ja, Blüten, das sind Knospen, ne? Unfertige Blüten hier. Ihr seht, die hängen einfach nur so runter. Und wenn die trocknen, auch da sind auch noch ein paar Tierchen dran, die werde ich natürlich entfernen. Und wenn die trocknen, sehen die zwar wunderschön aus, aber sie hängen halt runter und krümpeln sich komisch. Und vielleicht bekommen wir das irgendwie ein bisschen fixiert. Ich habe noch keine Ahnung, wie. Was ich machen möchte auf jeden Fall, ist so viel wie möglich hier von diesem, ja, Stängel zu erhalten, auch den Stempel und die Blütenblätter gehen halt nicht, aber die
Staubblätter, beziehungsweise hier diese schwarzen Stängelchen, vielleicht können wir die ja erhalten. Also ich versuche jetzt mal, hier die Blütenblätter zu entfernen und künstliche Blütenblätter zu machen. Ich lege mir die hier mal als Vorlage hin und versuche dann gleich einfach aus Transparentpapier beziehungsweise Vellum, das ich mit Lumberjackplate einfärbe, damit diese Farbe so ähnlich entsteht, versuche ich mal künstliche Blätter zu machen. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe noch keinen blassen Schimmer. 4 Stück werde ich ja wohl hinbekommen, denke ich. Und dann schaue ich mir die nochmal an. Es gibt auch andere Mohnblumensorten, die haben dann so schwarze Streifen hier drin. Das können wir ja auch noch machen. Ja, das sieht interessant aus. Ob das klappt, weiß ich nicht. Und die können wir ja dann rundherum lassen, also rundherum die Blätter machen und das Ganze dann trocknen lassen hier dran. Und dann hoffe ich, dass das echt aussieht. Wir können ja hier die gepresste im Hintergrund auch noch belassen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, ich werde dann hier den Stiel entfernen und dann setze ich lieber etwas echtes Grünes hier vorhin. So, folgende Idee. Ich habe das jetzt mal ausprobiert, auf Vellum Lumberjackplate hier mit dem Kissen aufzutragen. Und das gefällt mir ganz gut. Das ist nämlich so eine mittlere Farbe zwischen diesem Orangerot und dem getrockneten Lila. Und ich werde das jetzt hier auch noch großflächiger verteilen und einfärben. So, und dann werden wir daraus quasi künstliche Mohnblätter machen. So, genau. Ja, das lassen wir jetzt ein bisschen in Ruhe und dann legen wir die Blätter da drauf, zeichnen einmal drumherum mit dem Bleistift. Ich habe mir hier auch schon mal so einen Woody hingelegt, so einen Woody-Stabilo-Stift, weil hier diese schwarzen Bereiche, die bei anderen Mohnblumen sogar noch viel stärker sind, werde ich dann auf dem Blatt dann auch aufmalen. Das Ganze ist recht gut angetrocknet und ich muss jetzt einfach, die wellen sich langsam schon, weil es so warm ist heute wieder, werde die Blätter jetzt langsam mal hier drauflegen müssen und dann einfach drumherum zeichnen. Das muss ja nicht ganz exakt sein. Wir probieren das einfach mal aus, wie das dann so aussieht nach dem Ausschneiden. Ich würde jedes Blatt einfach zweimal jetzt hier aufmalen und dann rundherum ausschneiden. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Alles experimentell heute. So. Die sind ja wirklich sehr filigran. So. Ja, ich mache das mal eben fertig. Ihr seht das ja. Und dann schneide ich das aus und dann zeige ich euch die Blätter. So, jetzt werde ich das Ganze, nachdem ich jetzt hier für 2 Blüten mir alles ausgeschnitten habe, mal mit dem Buddy versuchen. Da muss ich mir aber noch was drunter legen am besten hier, weil die Mediamatte so ein bisschen geriffelt ist. Da habe ich das Muster sonst da drin später. So, und jetzt mache ich mir einfach nur so kleine, ja, Färbungen hier rein. Das haben die meisten Originalen auch. Dann gehe ich da einmal mit dem Wassertankpinsel noch rein. Würde ich vorschlagen, aber nur so dezent. Ne? Das muss ja jetzt nicht so künstlich aussehen. Ich möchte ja möglichst so einen originalen Effekt hier haben. So, und dann gehe ich jetzt einmal mit dem Wassertankpinsel darüber, verteile die Farbe so ein bisschen und dann sieht das auch noch so ein bisschen filigraner aus. Ein bisschen natürlicher, meiner Meinung nach, wenn es trocken ist. Ich hoffe es zumindest. So, einfach mal hier drüber. Dann lasse ich das trocknen. Und dann gehe ich mit Vintage-Foto, denke ich, so ein bisschen mit Vintage-Foto nochmal über die Ränder, ne, dass das nicht so gleichmäßig aussieht. So, machen wir direkt mal. Und dann mache ich die zweite Blüte, beziehungsweise die Blätter ohne euch. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller hier. Wie gesagt, ich gehe hier nur über die Ränder drüber und dann gucken wir mal, ob wir die noch geformt bekommen, die Blätter. So, ich habe jetzt alles vorbereitet und ich habe mir so kleine grüne Drahtstückchen besorgt. Wofür die gut sind, das verrate ich euch gleich. Ich forme mir jetzt die Blätter so ein bisschen aus, ne? Ich mache die so nach außen, drücke hier mit der Hand rein, schaue, dass die sich so ein bisschen nach außen legen und außen wellen und werde die dann versuchen, am Stängel zu befestigen. Aber den müssen wir noch ein bisschen stabilisieren. Wenn die Pflanze trocken wäre, dann wäre das leichter. Also ich habe jetzt hier den kleinen Draht, stecke den mir hier oben rein
und müsste den theoretisch jetzt hier dran festkleben. Das wird mir aber nicht gelingen. Ne? Das ist noch zu frisch, aber ich wickel den mir hier so ein bisschen rum und forme mir das so ein bisschen. Und es fällt kaum auf, sage ich einfach mal. Ne? Also guten Gewissens kann man das so lassen. Wenn es dunkler wird später, dann kann man das ja, denke ich mal, ein bisschen nachfärben oder ähnliches. Also ich glaube, dass wir das ganz gut vertuscht bekommen und dementsprechend eine gewisse Stabilität hier reinbringen werden. Weiß noch nicht, wie ich das unten fixieren werde jetzt letztendlich. Ich werde mir gleich übrigens auch gut die Finger waschen. Ne? Passt ein bisschen auf. Pflanzen sind meistens nicht so ganz, ja, ungefährlich, also sind immer ein bisschen giftig. Wenn ihr euch die Finger danach ablecken würdet, wäre das nicht so gesund. So, jetzt habe ich mir gedacht, klebe ich mir das hier so an, forme mir das vielleicht mit den Fingern noch so ein bisschen zurecht und dann mache ich immer weiter. Also, ich nehme jetzt meinen Artglitterglue dafür, weil ich denke, dass der am besten dazu geeignet ist und experimentiere jetzt ein bisschen mit euch und gucken wir mal, ob das hält. Wenn nicht, müssen wir schauen, was wir als Hilfsmittel nehmen. Ich lasse das erste Blatt jetzt hier drauf liegen und lasse das besonders gut anziehen, damit ich gleich weiterarbeiten kann. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. Wir müssen ja uns hier quasi rundherum arbeiten und das vordere Blatt so nach außen kippen. Also quasi, das müsste dann so hier dran kommen. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich bin echt gespannt. Ich habe sowas echt noch nie ausprobiert. Ich habe da jetzt auch kein Tutorial oder irgendwas mir zu angeguckt. Das ist jetzt rein improvisiert. Und ja, schauen wir mal. Dann kriegen wir das vielleicht hin. So, ich knicke mir das vordere jetzt mal hier so ein und mache mir da auch ordentlich Artglitterglue drauf. Und hoffe, dass das dann hier vorne hält. Und dann würde ich die beiden seitlichen anbringen. Vielleicht nehme ich mir eine kleine Klemme mal kurz. Das kann ja auf jeden Fall nicht schaden, das erstmal ein bisschen zu fixieren, bis es festklebt. So, ne? Der Artglitterglue ist zwar schnell und zieht schnell an, aber der kann auch keine Wunder vollbringen. Das braucht seine Zeit. So, und ich will sie mir nicht besonders verknicken, aber ohne kommen wir, glaube ich, nicht aus. So, ne, ihr seht auch, das mit dem Draht wird erst richtig gut funktionieren, wenn man das unten irgendwo reingesteckt hat. Da gucke ich gleich aber mal, was ich da noch so finden kann bei mir. So, wir warten jetzt eine Runde und dann machen wir die anderen beiden Blätter noch zusammen. Ich denke, dass es immer am besten wäre, wenn man das natürlich erstmal trocknen lässt. Ne? Das ist klar. Aber da die Möglichkeit habe ich jetzt nun mal nicht. Und ja, mit dem Draht wird sich da auch nicht mehr so viel verändern, denke ich. Es hält wunderbar bis jetzt. Und jetzt werden wir mal versuchen, die äußeren Blätter, die ich auch schon so ein bisschen gewellt habe, anzubringen. Und ja, und das Ganze dann gut durchtrocknen zu lassen, an die Seite zu legen. Wir können uns das ja bestimmt ungefähr vorstellen. Was ich jetzt schon anders machen würde, wäre diese schwarzen Striche später zu machen, weil die natürlich schmieren, ne, und abfärben, wenn man das anbringt, weil die ja feucht werden durch den Kleber. Aber hinterher weiß man immer mehr, ne? So, ich versuche jetzt die beiden größeren Blätter hier anzubringen. Klemme mir das wieder fest. Wo ist meine Klammer? Da. Und warte, ne? So nacheinander mache ich das jetzt. Ich zeige euch das fertige Ergebnis dann, wenn es trocken ist. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das gut klappt. Ich habe mir aber hier ja mal längere Drähte noch besorgt, auch in Grün. Die habe ich von einer alten Pflanze, künstlichen Pflanze, abgetüttelt. Und das war so ein Blatt, was ich schon mal in einem anderen Projekt benutzt habe. Und ich werde jetzt versuchen, hier diese zweite Blüte zu stützen, indem ich das hier reinschiebe. Und ihr seht schon, die Staubblätter fallen natürlich sehr schnell ab. Ich hoffe, davon können wir ein bisschen was retten mit viel Klebstoff. Gucken wir mal. Ich steche das wieder hier oben rein ins Köpfchen, also in den Stängel, in den Stiel. So, ihr seht, das ist alles abgefallen. Aber wie gesagt, ne, ich habe da die Hoffnung, dass wir das mit dem Kleber halt retten können. So, und jetzt gebe ich das hier so unten rein. Das fällt nicht so auf, finde ich. So, wenn das gut da drum gewickelt ist, grün auf grün fällt nicht so stark auf. So, und dann gucken wir, wie hoch das hinterher sein muss. Ich würde sagen, höher als so auf gar keinen Fall. Und das sind doch zu viele von diesen verblühten Kapseln, die sich hier schon gebildet haben. Das heißt, ich schneide mir jetzt einfach die beiden hier zurecht,
zwar so, dass ich das Grün hier unten noch dran lasse. Das finde ich nämlich sehr hübsch. Und das wird auch sehr dekorativ aussehen, wenn es trocken ist, denke ich. So, und das können wir später, wenn die Blume dran ist, noch ein bisschen zurechtbiegen und das hier so ein bisschen tiefer setzen. Ne? Das sieht nämlich auch sehr schön aus, finde ich, wenn diese blütenfreien Kapseln, Samenkapseln da auch mitverarbeitet werden. Und das Ganze wird, je länger das trocknet, umso härter später. Also da muss man sich keine Gedanken machen. Das habe ich ja schon getestet, ne? Also ich kenne das schon von meinen getrockneten Sachen. Ja, und ich würde, glaube ich, tatsächlich die Blüten jetzt so, wie sie sind, auch mit trocknen lassen, wie so ein Sträußchen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal dafür sorgen, dass die Teile hier, die ich auf jeden Fall verwenden will, werde, ein bisschen verstärkt werden. Hier habe ich einmal drumherum genäht, das hatte ich ja vorhin erwähnt. Ich habe jetzt ein Schleifchen hier gemacht und habe extra einen relativ neutralen Faden genommen. Den kann ich mir jetzt hier noch so ein bisschen mit Vintage-Foto einfärben. Aber es ist nicht zu auffällig. Jetzt hier drauf zum Beispiel noch einen roten Faden zu nehmen, hatte ich mir zuerst überlegt. Wäre zwar Sinn, ja, also möglich gewesen, aber ich weiß nicht, ob das so schön ausgesehen hätte, weil alles schon so rot in rot ist. Und dementsprechend glaube ich, dass das die bessere Lösung ist. Also ich lasse das so. Ich habe, wie gesagt, mir den jetzt hier so ein bisschen eingefärbt mit Vintage-Foto und das bleibt. So können wir noch entscheiden später, ob wir da Steinchen dran machen oder irgendetwas anderes Perlchen. Gucken wir mal, ne? Oder Charms. Auf jeden Fall ist das alles sehr eindimensional. Und wenn wir schon so Blumen da drauf setzen werden, macht es doch Sinn, so ein paar der Teile ein bisschen zu verstärken. Hier natürlich soll sie jetzt hier so drauf sitzen. Ich würde sie auch schon mal fest hier verkleben, weil viel Spielraum gibt es hier nicht. Das wird immer in einer ähnlichen Position sein, dass sie hier drauf sitzt. Die Frage ist die Höhe der Flügel und ob ich die noch ein bisschen weiter auseinander machen werde, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich lasse die genauso, wie sie sind, klebe das schon mal hinten drauf. Und ja, die haben schon so ein bisschen Dimension, sage ich einfach mal, weil wir die ja, gewellt haben. Jetzt klebe ich mir den Rest hier an, einfach um so ein bisschen festzulegen, was denn zusammen bleibt. Was zusammengehört. Ne? So. Das sieht ganz gut aus, wenn man noch etwas vom Hals sieht, immer, finde ich. Deswegen diese Höhe ist nicht verkehrt. Ein bisschen höher vielleicht. Und nicht ganz so straight gerade. So, genau. Dann das Brave, wie gesagt, hat auch seine Berechtigung. Das muss man lesen können. Das ist wichtig dafür, dass das einen Sinn macht mit der Collage. So, dementsprechend klebe ich mir das hier so auch schon mal fest. So, hier unten auch noch ein bisschen was hinter. Hauptsache, es ist fix und verrückt sich nicht mehr. So, ein bisschen tiefer vielleicht noch. Ja, das finde ich gut. So, die beiden sind schon mal zusammengehörig einfach. Die bleiben auch so, ne? Sie brauchen Sitzplatz und das Schild ist ja eine gute Aussage. Und das hier ist etwas, was ich dann dahinter setzen möchte, aber was sich ein bisschen abheben soll. Ich weiß noch nicht, ob ich da nicht noch sogar was hintermache, aber ich habe mir hier schon mal Graupappe zurechtgelegt. Ich klebe mir das hier auf und schneide mir das aus. Mit meinem Hebelschneider, der kann das, der kommt da durch. Und muss jetzt mal eine neue Flasche Artglitterglue nehmen. Meine ist ständig verstopft im Moment und ich bekomme sie nicht mehr sauber. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nimm mal kurz meine Ersatzflasche. Da muss ich mich heute Abend mal drum bemühen. So. Dann gehe ich aber auch mit dem Falzbein darüber und Ink auch nochmal mit Vintage-Foto, wenn ich ausgeschnitten habe, über die Kanten, damit das nicht so nach Graupappe aussieht. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich glaube, hiermit mache ich das dann auch noch. So, ich habe jetzt einiges gemacht. Also das damit zu befestigen, schlage ich mir aus dem Kopf. Und die Blumen werden auch nicht so fest, dass man sie freischwebend in der Luft die ganze Zeit haben sollte. Deswegen versuche ich schon, alles möglichst hier hinten mit zu fixieren. Ich habe mir jetzt noch ein Schildchen rausgesucht. Das sind die auch Metallschilder von Tim Holz. Und das sind auch kleine Schildchen, die ich jetzt noch mal ein bisschen mit
Collage-Medium betupfen werde, auch von Tim Holz. So. Ja, und dann habe ich mir noch mehrere Sachen ausgestanzt, wie ihr sehen könnt. Und zwar dachte ich mir, es wäre ganz hübsch, wenn wir zusätzlich zu dem Schildchen hier auch noch mehr Verzierung aufbringen. Ich habe jetzt die Idee verworfen, das Klemmbrett als Klemmbrett zu belassen. Vielleicht setzen wir hier so ziermäßig noch einen kleinen Clip oder so drauf gleich, weiß ich noch nicht. Ich habe mir erstmal diese Bordüre ausgestanzt, auch aus rotem Karton, den ich dann mit Lumberjack Plate noch ein bisschen bearbeitet habe und mit Vintage Photo. Das ist die 664178. Das ist diese kleine Bordüre hier unten. Das sind auch Sindits von Sizzix und Tim Holz. So, und dann habe ich mir noch diese Blume hier ausgestanzt. Deswegen habe ich jetzt die 665221 von Sizzix und Tim Holz verwendet, um mir diese Blume noch auszustanzen. Und hier habe ich schon ein bisschen hin und her geschoben, noch ein paar Sachen dazu genommen. So, und ich dachte mir, das sieht doch bestimmt auch toll aus, wenn wir das jetzt hier noch ein bisschen zueinander bringen. So gewisse Sachen, also ich denke mal, es ist nicht so schlimm, dass man dieses Screen nicht mehr lesen kann. Ich habe da lang hin und her überlegt, weil ich das ja extra so bedacht hatte. Aber man kann nicht alles haben und wenn man die Collage nett machen möchte, dann sollte man sich überlegen, was einem wichtiger ist. Und mir ist wichtiger, dass man viel hier von den verschiedenen Sachen sehen kann und nicht nur dieses Screens lesen kann. So, diese Blume brauche ich hier noch, weil hier das alles sehr hell ist, meiner Meinung nach. Das heißt, ich schiebe die mir noch drunter. Ihr kennt das schon von mir. Ich probiere jetzt ein bisschen aus, schiebe hin und her, gucke, wo passt was hin und wie wirkt das. Und ja, dann letztendlich entscheide ich, ob das da bleibt. Ich glaube, die kleine klebe ich schon mal fest, weil die definitiv da auf dieser Stelle bleiben soll. Und je mehr wir schon fest haben, umso leichter wird das Ganze. Ich klebe die Flügel jetzt nicht nochmal extra an. Also hier ist genug Auflagefläche, dass wir das so mittig positionieren können hier drauf. Mittig. Und ich denke, die Füßchen dürfen hier drauf stehen. Da ist unten so eine Falte. Ich kann das schlecht beschreiben. Die Füßchen sind hier so mittig, der Kopf ist mittig, zumindest optisch mittig. Ne? Ich habe jetzt nicht nachgemessen oder so. Und dieses Brave soll definitiv hier über dem Schnörkel sein. So, das ist mir wichtig, ne? Dass man diesen schönen Schnörkel hier unten noch sehen kann. So, und gerade soll das Brave sein. So, das ist es, denke ich, auch. Und ich bin sehr froh, das hier auf die dicke Pappe montiert zu haben, weil das viel mehr hermacht, einfach viel mehr Dimension gibt. Ja, das Schildchen, das inke ich zwar gleich noch, wenn es trocken ist, aber das kommt dann hier oben hin. Das werde ich auch ankleben. Das passt nämlich optimal in diese Rundung hier oben hin, finde ich. So, und ja, ich bin auch froh, hier diese Blume zu haben. Dann haben wir nämlich drei Mohnblumen. Ein bisschen schade finde ich, dass die sehr hell geworden sind. Vielleicht bekomme ich das ja auch noch hin, die ein bisschen abzutönen noch weiter, dass das so einen ähnlichen Ton gibt wie hier. Da könnte ich ja noch eine dunklere Note zu nehmen. So, und hier werde ich so einzelne Elemente, denke ich, abschneiden und ankleben. Vielleicht hier drauf auf den Rand. Ich gucke mal gerade. So vielleicht. Dass wir nicht so vollständig das hier so komplett oben drüber haben. Oder vielleicht hier ein bisschen. Nur ein. Ja, ich guck mal. Ne? Ich glaube, da schneide ich mir einfach jetzt mal kurz was ab. Ich glaube, hier diesen einen Sprung hier unten zum Beispiel, das fände ich total toll. So anderthalb Stückchen. Ich schneide mir das erstmal hier so ab. So, und dann schaue ich mal. Ja, dann nehme ich einfach nur so einen zum Bogen. Und pack mir den hier drauf oder dahinter sogar. Dahinter, denke ich. So, das sind so, so Feinheiten, die dazukommen, die dann nochmal diese Farbe betonen. Ich habe mir auch schon Perlen hier an die Seite gelegt, die ich dann hier benutzen kann gleich. So, schaut mal, nur so ein kleines bisschen, dass das nicht noch stärker wird. Das finde ich gut. So, dass das nochmal diese Farbe aufnimmt. Diese kleinen Perlchen knote ich mir jetzt auch hier dran. Das kann ich auch super machen, bevor alles festgeklebt ist, weil sonst werde ich da rammdösig, wenn ich da dran so rumspielen muss, wenn das schon klebt.
Und dann kann ich mir hier goldene Pärchen nehmen. Ich habe nämlich vor, später auch noch Goldspritzer zu machen. Es gibt keine weitere Stelle, auf die ich noch Perlen aufkleben werde. Deswegen nehme ich mir mal diese kleinen. Und ich hatte hier auch noch so ein paar große gefunden, rote. Nur so drei Stück mal. Und schauen mal, wie viele wir davon überhaupt benötigen. Ja, das sind so Kleinigkeiten, ich weiß, aber ich finde immer, dass so Kleinigkeiten die Sache rund machen. Ne? Also die ganze Sache ein bisschen abwechslungsreicher machen. Schneid die Fäden dann auch auf eine unterschiedliche Länge, dass das nicht so gleichmäßig aussieht. Und werde das jetzt hier alles erstmal festknoten. Und ich glaube, dann sehen wir uns gleich wieder erstmal. Ich habe es jetzt hier dran getüdelt und ich klebe jetzt wirklich nach und nach alles schon mal hier fest. Zum Beispiel unter das Brave, weiß ich ja, gehört dann definitiv das Schätzchen hier. Deswegen werde ich das als nächstes festkleben. Ich sehe ja die Gesamtkomposition, sage ich einfach mal, wie das zusammen aussieht. Und hier möchte ich zum Beispiel so ein bisschen Treppe haben, die dann durch dieses Muster aufgebrochen wird. Das soll nicht ganz so weit hier rausschauen, nur so ein bisschen, denke ich. Deshalb werde ich jetzt erstmal unter das Brave einfach viel Kleber geben und das damit fixieren. Also da ist nicht viel zu rücken. Ich glaube, das ist von der Höhe eigentlich auch ganz gut. Ja, mir gefällt das so. Und warum sollte man das dann nicht direkt schon mal festkleben? Das ist dann nicht mehr verrutscht. Also ein bisschen rot unten lassen. Ah, nee, ich glaube ein bisschen oben das lassen. Oder den Spruch auch noch lassen. Ich überlege gerade. Ja, ich finde das, glaube ich, mit dem Spruch ganz gut, dass man den noch lesen kann. Das soll jetzt aber auch nicht so schief aussehen, deswegen klebe ich das so fest, dass das da parallel zu ist. Also ich versuche es zumindest. Genau. Dann habe ich hier die Pärchen runterhängen. Das finde ich schon mal sehr hübsch. Ist auch gut, dass das hier auf einer Höhe ist. So kann ich dieses Brave da direkt drüber kleben. Und die Teilchen, die hier drunter sind, auch direkt. Also zum Beispiel dieses kleine rote Schild. Ich nehme das mal hoch, dann geht das, glaube ich, einfacher. Und ja, ich glaube, da werde ich mal ein bisschen sparen wieder und mir einfach nur die Kante hier rausschneiden, die da drunter zu sehen sein soll. Dann können wir das vielleicht noch an eine andere Stelle einbinden. Finde ich immer ganz gut. Ja, hier bin ich, glaube ich, nicht mit Vintage-Foto lang. Mache ich nochmal. Die meisten Teile habe ich mit Vintage-Foto nämlich geinkt zwischendurch. So, und dann kann man das nämlich schön sehen, ohne dass da zu viel Rot ist. Aber das war nötig, dieser Farbklecks. Das ist ja ein tieferes Rot noch. So. Und dann schiebe ich und schiebe ich und schiebe ich. Ich klebe mal alles so weit fest. Auch die Blume, ihr habt ja gesehen, wo die hinkommt. Und dann hole ich euch wieder, wenn wir hier die ganzen Pflanzen drapieren. So, ich habe außen jetzt noch nicht alles angeklebt, damit ich noch Sachen da drunter schieben kann im Notfall. Das ist mir immer wichtig, weil, ne, es ist noch nicht hundertprozentig alles so, wie ich es haben wollte. Ich werde jetzt hingehen und das Schildchen jetzt hier vollenden. Dafür rabbel ich mir auch wieder hier oben mit der Sanding Disc. Das ist eine nachgemachte. Da habe ich nämlich das genommen, was ich hier zu Hause hatte. Das hier ab und gehe dann mit Vintage Foto über die Kanten drüber. Dann sieht das noch ein bisschen angeschmuddelter aus. So. Und dann packe ich mir das ganz normal mit Artglitter Glue. Ich muss da jetzt nicht unbedingt Collage Medium für verwenden. Das hält auch so ganz gut, weil das so klein ist, das Schild. Packe ich mir das hier rundherum erstmal und klebe dann den Rahmen auch damit an. Das funktioniert im Regelfall sehr gut. Sollte da später was abfallen, kann ich immer noch nachkleben. Das glaube ich aber nicht. So. Und wichtig ist mir, dass das ja relativ mittig ist, weil das ja hier in den Bogen genau passt. Und hold on tight to your dreams. So,
Ist immer gut, an seinen Träumen festzuhalten. So. Ja. Okay. Also hier fehlt auf jeden Fall noch irgendwo etwas. Gucken wir mal. Ja, die Pflanzen werden natürlich nach und nach trocknen. Ich bin jetzt schon mal, ich habe hier in den noch nassen Kleber so ein bisschen die kleinen Staubblätter reingedrückt. Das sieht dadurch ein bisschen natürlicher aus, finde ich. Und wie gesagt, echte getrocknete Blätter, das wäre für mich nicht denkbar. Das hätte auf gar keinen Fall gehalten. Wir müssen noch ein bisschen die Blätter hier knicken und ein bisschen ungleichmäßiger machen, würde ich sagen. Ich hoffe, das hält jetzt. Eigentlich ist das ganz gut geworden mit dem Verkleben. Aber es ist natürlich filigran und deswegen ist mir das auch wichtig, dass wir die Blume fixieren und das Ganze dann auch fest gestalten, dass da nichts kaputt gehen kann. Ich gehe hier nochmal so mit ein bisschen Lumberjack drüber, um das so ein bisschen zu intensivieren, sage ich jetzt einfach mal, so ein bisschen ungleichmäßiger zu machen. Das sieht mir alles so ein bisschen zu gleichmäßig aus und das sieht so unnatürlich aus irgendwie. Jetzt gehe ich hier über die Stelle ein bisschen mehr drüber, über die andere ein bisschen weniger. Und schon sieht das Ganze so ein bisschen mehr nach Natur aus, finde ich. Und die sind erstaunlich schön geworden, finde ich, die Blätter. So, auch hier habe ich Staubblätter noch reingeklebt. So, wir müssen jetzt schauen. Ja, hier ist es mir ein bisschen zu kantig geworden. Hier habe ich einen kleinen Knick gehabt. Das kann ich aber auch wieder so hochnehmen, indem ich mit dem, feuchten Finger da so ein bisschen drüber gehe. Das ist bei Vellum kein Problem. So, ich denke mal, wenn wir das hier an der Seite vielleicht mit dem Blatt dahinter, hier hinter kleben, deswegen habe ich das auch nicht vollflächig verklebt, ist das ganz sinnvoll und auch gut fixiert. Und die oberen Blätter bleiben dann lose. Das bildet so ein kleines Dach für sie. Ich finde das eine gute Idee. So, und ihr seht schon, das ist ein bisschen zu kurz. Ich nehme hier so einen Mini-Seitenschneider-Gedöns und mache dann auch meinen Draht, knipse ich den ab. Ja, man sollte dafür eigentlich einen richtigen Seitenschneider nehmen. Das hier ist keiner. Ich will mir das nicht so verhunzen, deswegen bin ich da ganz vorsichtig. So, die Blume kann ich hier so abschneiden einfach. Ja, wichtig ist, dass das Ganze hält hinterher. Das heißt, ich fixiere mir auch den Draht, den ich hier dran gebogen habe, an dem Bild und klebe mir das auch hier fest. Ne, presse mir das dann ein bisschen an. Und oben nehme ich jetzt auch den, wie gesagt, die frischen Pflanzen werden schlecht kleben, aber die Blütenblätter werden hier ganz gut kleben, weil die aus Papier sind. Und überall, wo es nicht auffällt, kann ich auch mit dem Artlitter Glue arbeiten. Ich würde Vellum vollflächig jetzt nicht damit verkleben. Aber hier zum Fixieren ist das ganz sinnvoll, da wo man es nicht so doll sieht. So, der trocknet klar, es fällt nicht ganz so doll auf. Und ja, bis es angezogen hat, halte ich das ein bisschen fest und dann ist das okay. Kann ich auch die Blätter so ein bisschen hochkrümpeln noch später, wenn die angetrocknet sind. Ich glaube, das sieht ganz nett aus, oder? Ja, die sieht nicht ganz so platt gedrückt aus. Also hier können wir das noch ein bisschen einknicken gleich. Dann sieht das nicht so platt gedrückt aus. Ja, hier unten würde ich das dann auch versuchen zu fixieren. Da ist auch viel Draht, der gewickelt ist. Und ich finde, der fällt kaum auf, gibt der ganzen Sache aber Stabilität. Hier hätten wir gar nicht so viel damit arbeiten müssen. Wenn er mich jetzt enorm stört später, dann kann ich den immer noch abschneiden. Aber das Ganze ist dadurch doch schon sehr hart und fix geworden. Ach, das sieht aber auch hier schön aus. Ich versuche jetzt einfach, mir solche Pflanzenteile hier hinter den Draht zu schieben. Und die dann mit zu fixieren. Ganz kleben wird es, wie gesagt, nicht. Die Teile trocknen ja noch nach. Ich versuche trotzdem hier das anzukleben. Sollte das später nicht halten, werde ich, wenn das trocken ist, Heißkleber nehmen und das nochmal nachkleben. Ich glaube, das funktioniert. So. Wenn denn genug Platz ist hier. So. Ich nehme mal... Ich versuche das Vellum nicht zu nass zu machen.
Das verformt sich sonst und nehme den Kleber hier mal vorsichtig so ein bisschen hoch. Also das seht ihr vielleicht gar nicht in der Kamera, aber ich habe hier noch so ein bisschen so einen Kleberest gehabt. Gucken wir mal. Hoffentlich hält's. Ne? Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es dann nach dem Trocknen aussieht. Ne? Ich kann euch das nicht garantieren, dass das so schön bleibt, aber ich denke, das wird schon funktionieren. Ne? So viel Wasser ist da nicht drin. Ja, hier diese Blume, wenn die in die Richtung geht, hier die Blüte finde ich auch schön. Das Grün im Vergleich zum Rot kommt das nochmal so richtig toll raus, finde ich. So, ich gucke mal, wo die anderen Teilchen jetzt hier hinkommen mit euch gemeinsam. Ich stecke jetzt einfach das so, wie es mir gefällt, also wie ich es optisch schön finde, hier rein. So, ich finde, die muss ein bisschen nach hier. Und dann nehme ich mir auch gerne meine Pinzette zur Hilfe und schiebe mir das dann so nach rechts und links. Ich denke mal, die können wir noch hier so ein bisschen rüberpacken. Die Blütenteile, Blättchenteile hier so zwischen. So, das sieht doch ganz hübsch aus. Sieht man vielleicht von oben nicht so doll. Aber hier kann man das Ganze gleich auch vielleicht noch mit einem Schmetterling fixieren. Ich schaue erstmal, wo die andere Blüte hinkommt. Ich glaube, die finde ich hier ganz toll. So, ich versuche das jetzt erstmal zu fixieren. Hier unten ist noch so ein bisschen Gestrüpp. Das darf da nicht rumhängen, weil wir das ja einschieben später. So, das sieht so ein bisschen aus, als würde sie die in der Hand halten, finde ich. Das finde ich ganz nett. So, erstmal viel Kleber für die Metallstückchen, also für den Metalldraht. Ne? Also wie gesagt, die frischen Blumen, da mache ich mir keine Riesenhoffnung, dass das klebt, aber der Metalldraht wird kleben, weil der mit so einem, ja, so einem Überzug versehen ist. So, ich drücke mir das auch schon so zurecht, wie es dann aussehen soll. Ich zwinge das jetzt hier ein bisschen fest. Gucke mal, dass das hält, das Ganze. Wo sind denn meine Klemmerchen? Hier zum Beispiel. Und dann sehen wir uns wieder und ich teile euch dann mal mit, ob das funktioniert hier mit dem Kleben. Also ich habe hier schon mal meine Gold-Acrylfarbe bereit gemacht. Ich würde damit gleich gerne noch Goldspritzer setzen. Hier möchte ich den Schmetterling aufkleben, denke ich, den zweiten. Und ich habe ja noch einen dritten gemacht, den hier oben. Und das machen wir jetzt mal fix zusammen. Ihr seht, ich habe so eine kleine Klemme jetzt ja rausgesucht gehabt. Hier oben sitzt sie nicht gut. Ich finde, hier unten sitzt sie besser. Fliege. Hallo? Ich habe hier sonst keine Fliegen eigentlich drin. Also sowas. So, und ich werde jetzt hier den Schmetti erstmal festkleben, dass wir das gegessen haben schon mal. Ich denke mal, so ist es ganz nett, dass er so nach innen fliegt und hier oben noch das Ganze berührt. Ich schnapp mir mal schnell ein feuchtes Tuch und mache dann den Kleberest direkt weg. Das stört mich nämlich hier, sonst glänzt das auch und das mag ich nicht. So, und dann werde ich hier den Schmetterling auch schon mal aufkleben. Ich hoffe, dass sich das nicht zu stark krinkelt. Ein bisschen höher? Nee, der ist schon so okay, oder? Können wir den in die Richtung aufkleben? Ein bisschen falsch ist die Position hier schon, ne? Vielleicht hier unten. Sonst fliegen alle in die Richtung. Das finde ich ein bisschen doof. Vielleicht so. Ich werde jetzt erst einmal mit ich habe hier so ein Ticket einfach rausgesucht. Das ist einfach aus den Tickets, aus diesem Block, auch von Tim Holz. Das passt farblich einfach toll. Und werde das hier noch dran klemmen. Klebe das jetzt wirklich mal mit Art Glitter Glue fest. Da wird keine Belastung drauf kommen. Das ist ja mehr oder weniger nur Deko. So. Und man kann auch Heißkleber nehmen. Oder. Es hält erstaunlich gut, aber immer noch nicht perfekt. Logischerweise, dass das noch gar nicht ganz trocken ist und dadurch, dass die Pflanzen noch nicht ganz getrocknet sind. Ich empfehle euch natürlich getrocknete Pflanzen, die völlig fertig schon keine Feuchtigkeit mehr haben, zu nehmen. Ne? Das kann sonst in die Hose gehen, das sage ich auch ganz klar. Das ist von mir jetzt sehr unvorsichtig, aber ich habe so die Vermutung, dass das gut funktionieren wird. Ich kenne meine Blümchen und habe da viel Erfahrung mit, aber ich kann es euch nicht raten und ich kann es euch vor allen Dingen auch nicht garantieren, dass das funktionieren wird. So,
Das muss natürlich noch ein bisschen trocknen. Ich warte hier noch ein bisschen, bis ich das Ganze aufstelle. Aber ich weiß jetzt zumindest eher, wo ich den Schmetterling hinpacken kann. Und den möchte ich dann hier schon irgendwie so positionieren, dass er in die Richtung hier fliegt. So. Oder ganz nach unten. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Seht ihr das? Das finde ich gar nicht schlecht. Dann machen wir das doch so. Ich hoffe, dass er dann gut hält. Besonders schwer ist das Ganze ja nicht. Dadurch, dass ich da auch viel Vellum verwendet habe. So. Ja, ich drücke das nur ganz leicht an. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel wählt. Oh ja, das gefällt mir sehr gut. Ja, ich zeige das mal so ein bisschen aus allen Richtungen. Das ist ja sehr, ist ja mal was anderes, sagen wir es mal so. Ne? So, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich packe mir hier drunter jetzt meine beiden Stempelkissen. Dann liegt das nämlich gerade, also dann liegt das gerade auf. Und werde jetzt mal versuchen, die Spritzer zu machen. Ich hoffe, dass das so gut funktioniert und sich das nicht zu sehr wählt. Ja, ich habe hier Acrylfarbe mit Wasser natürlich gemischt. Vielleicht wäre ein bisschen weniger Wasser jetzt in dem Fall sinnvoller gewesen, aber wie gesagt, dann lässt sich das nicht mehr so gut spritzen. So, und wir machen das jetzt einfach mutig, wie wir sind. Und ja, ich decke natürlich das Gesichtchen wieder auf die Hände und aufs Gesicht. Das ist sehr wichtig. So. Der Vorteil an der Gold Ink jetzt hier ist, dass sich das Distress Oxide nicht merklich auf die Oberfläche legen wird. So, ich sprühe jetzt auch ein bisschen hier auf dem Boden. Sonst sieht das, wenn das steht, nicht schön aus, denke ich. So, dann machen wir hier. Hier vielleicht noch ein bisschen auf dieses Blatt. Das hatte ich nämlich auch nicht erwischt von der Seite. Ich glaube, wir lassen es jetzt. So, ich trockne das mal eben. Ja, wir sind fertig. Also, ich finde, das ist ein durchaus gelungenes Stückchen. Ich werde es als Buchstütze für meine Journals benutzen. Wenn ihr das Ganze nachmachen möchtet und vielleicht keine Buchstütze benötigt, dann ist das gar kein Problem. Dann stellt euch vor, das hier ist ein Journal-Cover. Vielleicht lasst ihr dann die filigranen Sachen hier weg, damit sie nicht kaputt gehen einfach, ne? Und nehmt nur die Pappteilchen. Seht das einfach mal als Inspiration für irgendetwas. Vielleicht auch farblich. Rot ist sonst nicht so meine Farbe, muss ich sagen. Ich mag Rot, aber ich habe noch nicht viel damit so gestaltet, so als vordergründige Farbe. Und ich fand das jetzt auch mal eine schöne Abwechslung, muss ich sagen. Ja, ich denke, wenn man das Ganze jetzt hier trocknet und das sollte doch ein bisschen fad werden von der Farbe hier, dann kann ich das auch noch gut nachkolorieren und mit ein bisschen Ink arbeiten. Das wird immer wieder schön, wenn man Pflanzenteile auch ein bisschen nachkoloriert, die braun werden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich auch mal so ein Projekt gemacht habe. Ja, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Vielleicht schaut ihr das nächste Mal auch wieder rein. Bald gibt es wieder ein neues Journal. Und ja, bis dahin, passt gut auf euch auf, ihr Lieben. Tschüss.